der froh ist, endlich wieder Fußball spielen zu können. Letztes Pflichtspiel für die Bayern, ja, das Pokalfinale. Danach keine Partie mehr bestritten. Sie wissen, WM verpasst, Ribéry's Flanke ist super! Und es ist 1:0! Münchner Bayern beginnen da sehr cool, sehr schnell und sehr konstruktiv. Wunderbar über die rechte Seite gespielt. Und dann steht es ganz früh, früh in dieser Partie, nach nur 4 Minuten, 1:0 für die Bayern. Die Wolfsburger so ein bisschen gepennt, Rodriguez schaut nur zu. Und dann lässt sich Naldo natürlich von diesen schnellen Bewegungen von Ribéry, da kommt er nicht nach. Und in der Mitte ist es natürlich dann ein wundervoller Kopfball der Bayern. Und dass Lewandowski aus dieser Distanz trifft, weiß man nicht erst seit dieser oder seit der letzten Saison. Also er bleibt dabei in jedem Spiel für die Münchner, in dem er aufgelaufen ist im Moment. Es sind ja gerade mal erst drei. Trifft der langjährige. Ja, haut auch mal einen raus. Sebastian Rode und Claudio Pizarro. Über den muss man wirklich nicht mehr viel erzählen. Das ist schon ganz stark gespielt. Rode mit seinem ersten Tor für seinen neuen Verein. Viele haben sich ja immer gefragt, warum geht dieser Rode genau zu den Bayern, da wo das Mittelfeld ja eh schon so proppenvoll ist mit Superstars. Aber er hat den Kampf um die Plätze angenommen. Moni und die Bayern spielen es im Moment auch richtig gut und spielen sensationell. Also das ist ja mal ein Traumtor, schon wieder eins von Lewandowski. Der guckt den Grün im Tor einfach aus und schlänzt ihn aus gut und gerne 22 Metern ins lange Eck. 3:0 Bayern, das Ganze nach nicht mal 20 Minuten. Aber die Wolfsburger machen es den Münchern auch zu leicht. Heuberg setzt sich da wunderbar durch, aber das muss man natürlich stören und unterbinden. Und dass dann ein Lewandowski aus dieser Distanz den auch mal reinschnibbelt, der auch völlig frei steht, weil der Knoche von Lewandowski zu Heuberg rüber muss. Also das geht zu leicht für die Bayern. Und Lewandowski sagt Dankeschön. Viertes Tor für die Münchner in der kurzen Vorbereitungszeit.